Herzlich willkommen zum FZI Open House 2022. Liebe Partnerin, liebe Freundin und Förderer des FZI, liebe Alumni, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute so zahlreich zu unserer zweiten Online-Version des FZI Open House angemeldet haben. Auch ganz besonders begrüßen möchte ich die Teilnehmerinnen aus Politik und Verwaltung, die heute mit dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Open House teilzunehmen. Heute ist ein Tag, an dem ich kurz nach dem Aufstehen mit einem sehr mulmigen Gefühl zu meinem Handy gegriffen habe. Selbst als Rheinländer, der heute eigentlich mit dem schmutzigen Donnerstag den Beginn der Straßenkarneval-Session feiern würde, waren meine Gedanken ganz woanders. Beim ersten Blick auf den Bildschirm wurde das, was ich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hatte, zur schrecklichen Gewissheit. Die russischen Streitkräfte haben damit begonnen, die Ukraine anzugreifen und gut 2 Flugstunden von hier gibt es in Europa Krieg. Die Situation und die bangen Erwartungen bezüglich der Reaktion in den Folgen dieses Angriffs werden den heutigen Tag sicherlich überschatten. Auch wenn es aufgrund der aktuellen Ereignisse kaum denkbar ist, so hoffe ich doch, dass noch andere Wege gefunden werden, als diese kriegerische Auseinandersetzung fortzuführen. Gewalt und Krieg sind nie adäquate Mittel, um Konflikte auszutragen. Das Motto unseres heutigen Tages lautet Innovationen für die gesellschaftlichen Herausforderungen. Und obwohl wir beim Festlegen dieses Themas des Open House nicht an derartige Herausforderungen gedacht haben, wie wir ihnen heute tragischerweise gegenüberstehen, so aktuell ist das Motto in der heutigen Zeit. Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, und mit dem Klimaschutz, der Pandemiebewältigung, der Energiekrise, Desinformation und Extremismus, nur ein paar wenige zu nennen, mit unserer Innovationskraft bewältigt werden können und unser Potenzial nicht in ein Gegeneinander, sondern in gemeinsame Lösungsansätze fließt. Mit unserer heutigen Veranstaltung adressieren wir viele Bereiche, in denen Herausforderungen bewältigt werden müssen. Unsere Expertinnen, die Ihnen heute interessante Einblicke und Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen, beschäftigen sich mit dem Thema aus den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Teilhabe, Klimaschutz, künstliche Intelligenz und Sicherheit. Und als roter Faden zieht sich heute durch den ganzen Tag das Thema Daten. Der gestern von der Europäischen Kommission vorgestellte Vorschlag des Data Acts ist ein wichtiger Schritt, um auf europäischer Ebene die Nutzung von Daten einheitlich zu regeln. Gerade für mittelständische Unternehmen sollen hier Regelungen gefunden werden, um das derzeit durch internationale Großkonzerne dominierte Geschäft mit den Daten gerechter und transparenter aufzustellen. Aber auch die Rolle der Urheber der Daten, die der Bürgerinnen, soll maßgeblich gestärkt werden. Mit dem Thema Daten, genauer gesagt Forschungsdaten, beschäftigt sich heute auch unsere Keynote mit dem Thema gute Daten, bessere Innovationen. Wir freuen uns sehr, gleich Jörg Surovetta begrüßen zu dürfen, ein langjähriger Wegbegleiter des FZI, der heute als Direktor der nationalen Forschungsdateninfrastruktur NFDI e.V. zu uns sprechen wird und einige sehr interessante Einblicke zur Arbeit von seiner Organisation geben möchte. Auch wenn unsere Gedanken heute sicherlich durch den russischen Angriff auf die Ukraine bestimmt sind, hoffen wir Ihnen doch mit dem diesjährigen Open House einige interessante Einblicke in Innovationen bieten zu können, die Herausforderungen konstruktiv lösen. An dieser Stelle möchte ich schon einen ganz herzlichen Dank an alle Sprecherinnen des heutigen Tages aussprechen, die mit ihren Beiträgen den heutigen Tag gestalten und hoffentlich Ihnen viele, viele interessante Informationen bieten. Ein ganz besonderer Dank gilt hier natürlich auch meinen Kolleginnen vom FZI, die diesen Tag mit großem Einsatz vorbereitet haben und auch heute im Hintergrund noch viel zu tun haben, um ein Gelingen des heutigen Tages zu ermöglichen. Auch unserem Technikteam von New Motion möchte ich an dieser Stelle schon ganz herzlich danken, denn auch in Jahr 3 der digitalen Veranstaltung gibt es hier noch viele Herausforderungen zu lösen. Ganz zum Schluss noch ein ganz herzlicher Dank an unseren FZI-Förderverein, ohne dessen Unterstützung auch finanzieller Art eine solche Veranstaltung wie die heutige nicht möglich wäre. Nun darf ich ganz herzlich Frau Svenja Marx begrüßen. Frau Dr. Marx ist Mitglied des Kuratoriums des FZI und übermittelt uns heute als Referentin im Referat Künstliche Intelligenz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Ihre Grußworte. Frau Marx, ich darf das Wort schon jetzt an Sie übergeben. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir Sie als absolute Expertin in einigen Schwerpunktthemen des FZI und natürlich auch als unsere Beraterin, Unterstützerin in Ihrer Rolle als Kuratorin, als Sprecherin gewinnen konnten. Ich darf Ihnen
das Wort übergeben. Ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Wiesenberger, vielen Dank. Lieber Herr Sorevetter und sehr geehrte Teilnehmende am FZI Open House heute. Es freut mich sehr, diese Veranstaltung als Kuratoriumsmitglied des FZI und auch als Vertreterin des BMBF eröffnen zu können. Auch unsere Gedanken hier sind bei den Menschen in der Ukraine. Und wir sind aber auch der festen Überzeugung, dass Forschung und Innovation dazu beitragen können, ein friedliches Zusammenleben zu stärken. Und deshalb möchte ich jetzt auch meinen Blick eben auf diese Veranstaltung heute richten, auch wenn wir immer mit halbem Auge auf die Nachrichten schauen werden. Das FZI spielt aus unserer Sicht eine ganz zentrale Rolle im Bereich der anwendungsorientierten Informatikforschung in Deutschland, weil es eben die Brücke schlägt von der universitären Forschung zu deren Anwendung in Unternehmen und auch in der Gesellschaft. Und ja, dieser starke Anwendungsbezug wie auch die thematische und methodische Breite des FZI werden am heutigen FZI Open House auch sehr deutlich. Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren über Themen von grundlegendem Software Engineering über Quantencomputing bis hin zur digitalen Gesundheitsversorgung und Bürgerbeteiligung. Und durch Veranstaltungen wie diese und auch darüber hinaus ihre gute bestehende Vernetzung hat das FZI die Hand am Puls von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und setzt entsprechende Forschungsschwerpunkte, was wir ja im Kuratorium auch immer diskutieren und begrüßen. Wir als BMBF, als Forschungsförderer, wollen zum einen die Forschung zur grundlegenden Methodenentwicklung im Bereich künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und auch weiteren Bereichen der Informatik fördern und damit diese und weitere Schlüsseltechnologien voranbringen. Deutschland ist in der Informatikforschung aus unserer Sicht gut aufgestellt und sie ist die zentrale Grundlage und muss weiter gestärkt werden, um in diesem Bereich die Wettbewerbsfähigkeit und auch die technologische Souveränität Deutschlands und der EU zu sichern. Wir haben dabei in den vergangenen Jahren einen ganz starken Schwerpunkt auf die Forschung zur künstlichen Intelligenz gelegt. Und ich kann Ihnen aber hier auch versichern, dass wir weiter auch im Bereich Software und Informatik fördern werden und uns engagieren werden, wie eben auch hier im Kuratorium des FZI. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Forschungsergebnisse, und das ist ein ganz starkes Anliegen auch der neuen Bundesregierung, auch in die Anwendung finden müssen. Und hier bei diesem Transfer in verschiedene Anwendungsfelder in Wirtschaft und Gesellschaft sehen wir eine Schlüsselrolle des FZI. Das FZI leistet eben neben der anwendungsorientierten Forschung, wie auch eingangs schon erwähnt, und dem Transfer auch einen Beitrag dazu, das Vertrauen in die Technologie zu stärken und auch deren Nutzen für die Menschen aufzuzeigen. Und dass Sie sich als FZI eben auch gesellschaftliche und auch die rechtlichen Herausforderungen im Blick haben, ist uns deshalb ganz besonders wichtig und ich möchte Sie ermutigen, weiter dran zu bleiben. Und wir sehen an verschiedenen Stellen, beispielsweise am gerade von Ihnen erwähnten Data Act oder auch am AI Act so der EU-Kommission, dass rechtliche Aspekte auch im Bereich Informatik immer zentraler werden und technische und juristische Expertise zusammengehen müssen und das setzen Sie hier am FZI auch um. Ein weiterer Punkt, Sie haben es auch schon erwähnt, Herr Wiesenberger, die Daten. Für Ihre Forschung und auch für den Transfer sind Daten nötig. Und die Datenbestände aus Wissenschaft und Forschung, wem sage ich das hier, liegen aktuell jedoch häufig nur dezentral, projektförmig und auch temporär vor. Und um dies zu ändern und sie als Wissensspeicher der ganzen Forschungslandschaft zugänglich zu machen, haben Bund und Länder die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die NFDI, ins Leben gerufen. Sie ist ein ganz bedeutender Meilenstein aus unserer Sicht bei der Digitalisierung von Wissenschaft und Forschung und wir tragen damit entscheidend zu einer besseren Verfügbarmachung und Nutzung von Forschungsdaten bei, damit hieraus breit nutzbare Datenschätze mit gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Mehrwert werden. Und das Engagement des FZI in den geförderten Projekten begrüßen wir deshalb sehr. Und wir freuen uns auch sehr darüber, dass der Aufbau der NFDI weiter sehr gut voranschreitet. Und trotz manchmal auch widriger oder schwieriger Umstände mit Blick auf Fachkräftemangel und auch der Corona-Pandemie voll im Zeitplan ist. Und dafür geht auch mein besonderer Dank an Herrn Sorevetter, den Direktor der NFDI, der heute die Keynote halten wird.
Ich wünsche Ihnen und uns nun einen spannenden und erkenntnisreichen Tag, vielleicht auch etwas überraschenden Tag, und hoffe, dass nicht noch weitere schlimme Nachrichten aus der Ukraine dies überschatten werden. Ich gebe jetzt aber zurück an Herrn Wiesenberger. Okay, meine Damen und Herren, das sind die üblichen Fehler. Das ist fast schon eine amüsante Situation, dass das aktuell immer noch passiert, dass man sich vergisst zu entmuten. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Marx, für die sehr ermunternden Grußworte, auch in unseren Bereichen weiterzuarbeiten, weiterzuforschen, in denen sich das FZI engagiert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch für die sehr gute Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung bei vielen Projekten, die das FZI durchführt. Und wir hoffen, dass wir da weiterhin sehr gute und auch unterstützende Arbeit für große Vorhaben, die noch vor uns liegen, liefern können. Ja, ich darf Sie zusätzlich auch gerne noch an dieser Stelle einmal einladen, auch Ihre Ministerin noch mal einladen, live ans FZI zu kommen. Wir haben ja leider im Moment immer noch die Situation, dass wir uns hier im virtuellen Bereich einer Veranstaltung befinden. Aber wir freuen uns natürlich sehr, bald auch mal wieder in einer Präsenzveranstaltung oder direkt vor Ort beim FZI zeigen zu können, was wir denn heute alles so virtuell nur präsentieren. Ja, ich darf jetzt als unsere Keynote-Sprecher Herrn Sure Vetter begrüßen. Herr Sure Vetter ist leitender Direktor der nationalen Forschungsdateninfrastruktur und ich hatte eben schon erwähnt, ein sehr langjähriger Wegbegleiter des FZI. War am KIT Professor in einem Partnerinstitut, mit dem das FZI sehr, sehr viel zusammenarbeitet und davor auch Präsident der GESIS über lange Jahre. Nun in einer neuen Rolle mit einer sehr, sehr wichtigen, herausfordernden Aufgabe beschäftigt. Und ich darf an dich, Jörg, übergeben und freue mich auf einen sehr, sehr interessanten Vortrag von dir. Lieber Jan, liebes FZI-Team, liebe Frau Svenja Marx, liebe Teilnehmende aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Ich erlaube mir, direkt einzusteigen in das fachliche Thema und so den Übergang möglichst nahtlos zu den Themen, die uns heute inhaltlich beschäftigen, zu vollziehen. Mein Name ist Jörg Sure Vetter, ich bin von der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und unsere Organisation wurde in die Pandemie hereingeboren. Mein erster Arbeitstag war der 1. März 2020. Meine ersten zwei Beschäftigten durfte ich 2 Wochen kennenlernen. Dann guckten wir uns Freitagnachmittag in die Augen und sind in das mobile Arbeiten entschwunden. Wir haben dies nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance begriffen, um den Netzwerkaufbau von NFDI voranzutreiben. Und tatsächlich glaube ich, wie in so vielen Fällen, dass wir auch Gutes aus dieser neuen Digitalisierungswelle, die einhergegangen ist mit der Pandemie, ziehen konnten. Und so vielen Dank für die lobenden Worte an der Stelle, so unserem Anspruch gerecht werden, den Aufbau möglichst zeitgemäß und zeitgerecht voranzutreiben. Die nationale Forschungsdateninfrastruktur ist zunächst eine Aktivität, die aus der Wissenschaft und für die Wissenschaft betrieben wird. Aber ich wäre heute nicht hier beim FZI Open House 2022, wenn der Transfergedanke und der Gedanke, wie können Innovationen aus Forschung bestehen, nicht bei uns auch eine wichtige Rolle spielen würde. Wir sind in der ersten Phase des Aufbaus, aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um auch die Synergiepotenziale stärker in Betracht zu ziehen. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass ich meinen heutigen Titel bewusst gewählt habe: Gute Daten, bessere Innovationen. Ich habe zunächst ein Fragezeichen dahinter gemacht, denn das ist ein Thema, was noch zu gestalten ist. Aber ich habe auch ein kräftiges Ausrufezeichen dahinter gesetzt, denn ich glaube daran, dass dies gelingen kann. Ich möchte einsteigen und Sie mitnehmen auf eine kleine Reise zunächst zur Motivation. Und diese Reise beginnt vielleicht etwas früher, als Sie das heute bei einem solchen Technologiethema erwartet haben. Nämlich mit der Geburt Christi, hier dargestellt in einem Bild von Sandro Botticelli. Warum fange ich dort an? Nun, damals wurde ein Blick in die Gesellschaft getan und wie die Erzählungen sind, wurde ein sogenannter Zensus durchgeführt. Natürlich hat das viele interessante geschichtliche und historische und religiöse Aspekte rund um dieses Thema, aber nehmen wir es einfach mal als erstes Beispiel für eine umfassende Erhebung von Merkmalen der Gesellschaft, die eingesetzt werden sollte, um politische Entscheidungen zu unterstützen.
Auch heute führen wir solche Zensi durch und in Deutschland wurde der letzte 2011 durchgeführt. Die Personen, die vielleicht etwas älter sind, erinnern sich vielleicht auch noch an den Zensus, der zuvor durchgeführt wurde, der mit starken Protesten tatsächlich einherging. 2011 lief der Zensus deutlich reibungsfreier und war die Grundlage für viele politische und ökonomische Entscheidungen in Deutschland. Auch wenn wir in verschiedene andere Wissenschaften schauen, dann sehen wir eine deutliche Entwicklung. Hier ein Beispiel unter dem Motto Blick in die Ferne. Mitgebracht habe ich Ihnen die zwei Fernrohre von Galilei als Bild. Tatsächlich sind es sogenannte Keplersche Fernrohre. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnten wir auch ferne Dinge genauer in Betracht und also genauer inspizieren und genauer anschauen. Wenn wir uns heute leistungsfähige Infrastrukturen anschauen, dann fällt einem zum Beispiel das Hubble Space Teleskop ein, was natürlich auch nicht mehr die neueste Infrastruktur ist, auch nach heutigem Standard, was aber damals ein großer Schritt war wiederum. Man hat im Prinzip ein mobiles Teleskop in den Weltraum gesetzt und war in der Lage, auch sehr, sehr ferne Regionen des Weltalls zu erkunden. Wir haben also unsere Fähigkeit, in die Ferne zu schauen, dramatisch erweitert. Und auch wenn wir in die kleinsten Umgebungen schauen, dann habe ich hier ein Beispiel für den Blick ins Innere. Hier ist der Rutherfordsche Streuversuch. Vielleicht kennen ihn noch manche aus dem Chemieunterricht in der Schule. Dort wurde zum ersten Mal vor gut 100 Jahren gezeigt, dass Materie eigentlich zu 99% oder sogar noch mehr aus nichts besteht. Und das war natürlich eine Revolution des Weltbildes. Gezeigt wurde das durch den Beschuss einer dünnen Goldfolie und man konnte beobachten, dass die Partikel, die dort durchgingen, zum großen Teil ungehindert durchgingen und nur manche abgelenkt wurden. Tatsächlich gibt es natürlich heute, und das ist jetzt wahrscheinlich die größte Maschine, die Menschheit derzeit gebaut hat, wenn man mal vom Internet oder dem Web absieht, gibt es den Large Hadron Collider in CERN, der mit unglaublich großen Energiemengen Partikel beschleunigt und eigentlich ähnliche Versuche durchführt wie bei dem Rutherfordschen Streuversuch, allerdings heute mit ganz anderen Zielsetzungen, insbesondere mit der Zielsetzung, immer kleinere Teile auch zu finden, die letztlich das Wesen unserer physikalischen Umwelt ausmachen. Viele Beispiele, die zeigen, dass heute Infrastrukturen existieren, die kontinuierlich Daten erheben und mit diesen Daten wird hoffentlich immer bessere Wissenschaft und Forschung gemacht. Ich habe mir erlaubt, ein aktuelles Infrastrukturbeispiel auch hier aus Karlsruhe mit einzufügen. Das ist ein Beispiel für eine moderne Mobilitätsinfrastruktur, bei der auch sehr viele Daten gesammelt werden und die gekennzeichnet und charakterisiert ist durch ein interessantes Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft. Es handelt sich natürlich um das Testfeld autonomes Fahren, was in Karlsruhe in Betrieb genommen wurde, wo sich autonome Fahrzeuge sozusagen einbuchen können, wo Fahrzeuge selber Daten sammeln. Diese Daten werden aber auch ergänzt durch die Datensammlungen dieser Infrastruktur und beides zusammen erlaubt eine bessere das Formulieren von besseren Forschungshypothesen und das bessere Analysieren von Situationen beispielsweise. Ja, wozu bringt uns das? Das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, als ich damals das sogenannte FAIR-Papier gelesen habe. Das ist ein Papier, was in der bekannten Zeitschrift Nature erschienen ist. Ich habe Ihnen hier den Link mitgebracht. Und ein wichtiges Resultat sind die sogenannten FAIR-Prinzipien, auf die ich nochmal zu sprechen komme. Und die Erkenntnis für mich war, so trivial sie vielleicht auch klingen mag, aber immer mehr wissenschaftliche Entdeckungen werden mit bereits vorhandenen Forschungsdaten gemacht. Also sie haben eine Infrastruktur, die erzeugt Daten und es gibt viele WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler weltweit, die sich mit diesen Daten beschäftigen, die Forschungshypothesen erstellen und die ihre Forschung vorantreiben, die aber nicht notwendigerweise bei der Erzeugung der Daten eine Rolle spielen. Das ist ganz im Kontrast zu der Forschung, wie sie vor Hunderten von Jahren geleistet wurde. Wenn Sie an einen Alexander von Humboldt oder an einen Leibniz denken, dann waren das Forscherpersönlichkeiten, die in die Welt hinausgezogen sind, die Daten gesammelt haben, Forschungshypothesen aufgestellt haben und dann auch Forschungsmodelle aufgestellt haben, Experimente durchgeführt haben und so teilweise sogar ganze Wissenschaftszweige neu begründet haben. Heute gibt es das immer noch, aber tatsächlich hat der Anteil von Forschung, der auf basierende Daten durchgeführt wird, dramatisch zugenommen. Wenn man nun aber
sich in der Wissenschaft ein bisschen auskennt, dann weiß man, es bedarf oft noch und eigentlich zu oft noch signifikanter Anstrengungen, um jeweils den richtigen Datensatz zu finden für die eigene Arbeit. Wenn man ihn dann gefunden hat, ist es oft sehr schwer, ihn zu verstehen und für einen neuen Zweck zu nutzen. Wer gerade promoviert, weiß möglicherweise ein Lied davon zu singen. Ich selber habe vor über 20 Jahren meine Promotion begonnen und damals gab es keine nennenswerten Forschungsdatensätze für den Bereich der Informatik. Das ist alles tatsächlich in den letzten gut 20 Jahren aufgebaut, explodiert und hat teilweise zu völlig neuen Erkenntnissen geführt. Die künstliche Intelligenz ist sicherlich ein ganz herausragendes Beispiel, wo einfach durch die Datenmenge, teilweise auch durch Datenqualität, völlig neue Modelle gerechnet werden könnten und völlig neue Simulationen durchgeführt werden konnten. Nun, wenn wir das nochmal rezipieren, was heißt das eigentlich für uns? Wir müssen da investieren, wir müssen was tun. In Deutschland sind wir nicht die Einzigen, die das tun, aber wir haben sicherlich guten Grund zu investieren. Was wollen wir nun eigentlich erreichen? Frau Marx hat es schon kurz erwähnt, heutige Forschungsdaten sind oft dezentral und projektförmig und nur temporär gelagert. Was heißt das? Das heißt beispielsweise, dass auf dem Laptop im Labor, auf dem Experimente durchgeführt wurden, die beispielsweise Grundlage für eine Publikation oder eine Dissertation waren, dass diese Laptops letztlich natürlich keine nachhaltige Sicherung für Forschungsdaten sind. Das ist nur ein Beispiel. Wichtig ist tatsächlich das strukturierte Erheben, das sinnvolle Ablegen, das Bereitstellen unter professionellen Bedingungen und auch das langfristige Verfügbarmachen. Das folgt ganz dem Paradigma, das wir in der Forschung und Wissenschaft sowieso haben. Wir sitzen auf den Schultern von Riesen. Hier ein schönes Bild, ich mag das Bild sehr, es ist eine Darstellung aus Süddeutschland von ca. 1410. Und was heißt das eigentlich? Nun, auf den Schultern von Riesen zu sitzen, hat einen ganz trivialen Vorteil, man kann weiter blicken. Und seitdem wir wissen, dass die Erde eine Kugel ist, kann man sogar ein Stückchen weiter über den Horizont blicken. Das heißt, man kann etwas sehen, was der Riese selber zum Beispiel noch gar nicht sehen kann. Und das ist etwas, was in der Forschung eigentlich das Paradigma ist. Wir müssen den State of the Art kennen, wir wissen, wie weit wir gerade schauen können und wir wollen immer ein Delta draufsetzen. Wir wollen den State of the Art erweitern. Und genau dieses Paradigma möchten wir nun auch für Forschungsdaten und Forschungsinfrastrukturen etablieren. Wir möchten, dass zukünftige Generationen von Forscherinnen und Forschern auf den Schultern der Giganten, auch von Infrastrukturen, noch besser sitzen können. Zu diesem Zweck, und jetzt komme ich auf die FAIR Prinzipien, hat sich in der Wissenschaft neues Paradigma entwickelt. Nicht nur durch das Papier, aber auch durch das Papier, was ich eingangs zitiert habe. Wofür steht nun eigentlich FAIR in diesem Kontext? In diesem Kontext steht FAIR für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Ich sage es mal auf Deutsch mit Forschungsdaten oder Daten. Daten sollen auffindbar sein, Daten sollen zugreifbar sein, Daten sollen interoperabel sein und Daten sollen wieder- und weiterverwendbar sein. Das mag trivial klingen, aber wer sich mit Daten und Forschungsdaten beschäftigt, weiß, dass dort viele Probleme lauern. Seien es technische Hürden des Zugangs, seien es rechtliche Hürden bei der Nutzung oder sei es auch das technische Problem des Zusammenspielens von zwei oder mehr Forschungsdatensätzen, die halt schlicht einfach unterschiedliche Metadatenschemata haben und deswegen nicht einfach aufeinander abbildbar sind. Die Prinzipien haben einen, wie ich, charmanten Aspekt. Sie sind keine Regeln, sie sind Prinzipien. Es sind Prinzipien, die interpretiert werden können in verschiedenen Kontexten. In dem Kontext der Wissenschaft ermöglichen die FAIR-Prinzipien Dinge wie Zitierbarkeit von Forschungsdaten. Das heißt, hier kann tatsächlich belohnt werden, wenn ein Forschungsdatensatz zur Verfügung gestellt werden kann und eine Rolle gespielt hat für Forschungspublikationen. Wir können dort ein Zitat einwerben, was dann ähnlich wie Zitate von Publikationen beiträgt zu der Reputation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Insofern gibt es ein neues Incentive-System an der Stelle, um Forschungsdaten möglichst gut bereitzustellen. Natürlich gibt es weitere Aspekte wie die Nachvollziehbarkeit, die beispielsweise bei Gaia-X ein wichtiges Thema spielt. Dort soll Datensouveränität ermöglicht werden und Datengeberinnen und Datengeber sollen zu jedem Zeitpunkt wissen, was eigentlich mit ihren zur Verfügung gestellten Daten passiert. Also auch die FAIR-Prinzipien unterstützen letztlich solche Szenarien wie Datensouveränität durch die bessere Nachvollziehbarkeit. Sie sollen aber auch einfach verständlich sein. Daten sind oft als Rohdaten nur für den Experten oder die Expertin
verständlich, manchmal sogar nur für die Person, die die Daten erhoben hat. Das muss sich natürlich ändern, wenn wir das R ernst nehmen, wenn wir wieder- und weiterverwendbare Datensätze erzeugen wollen. Und nicht zuletzt ein für die Wissenschaft ebenfalls wichtiger Aspekt: Experimente sollen nachvollziehbar und wiederholbar sein. Die Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Experimenten ist eine oft unterschätzte Methodik. In den letzten Jahren hat sie zum Glück etwas mehr Zuspruch erfahren. Ups, pardon, das war die falsche Seite. Es gibt natürlich zahlreiche Literatur, und ich bringe das hier nur mal als einen Ausschnitt mit, wie diese FAIR-Prinzipien zu implementieren oder erreichbar sind, so würde ich sagen. Also ich möchte ein Beispiel machen: Um Daten findbar zu machen, ist heute eine gängige Methode, diese Daten mit global eindeutigen, persistenten Identifikatoren auszustatten. Hier ist natürlich die gute Frage, ob es immer global eindeutige Identifikatoren sein müssen. Wenn Sie beispielsweise über ein Data Lake-Szenario innerhalb von einem Industrieunternehmen reden, dann wäre es schon mal ein ganz großer Start, wenn es einen eindeutigen Identifikator innerhalb von diesem Regime gibt. Tatsächlich beschäftigt sich die Forschung mit global eindeutigen Identifikatoren wie beispielsweise DOIs oder URNs, die dafür sorgen, dass auch Forschungsdatensätze weltweit findbar sind. Es gibt weitere Beispiele, aber dafür wäre dieser Vortrag heute leider zu kurz. Ein Punkt, den ich nicht oft genug betonen kann, ist der Unterschied zwischen fair, offen und sicher. Wenn Forschungsdaten gemäß der FAIR-Prinzipien veröffentlicht werden, heißt es noch lange nicht, dass diese Daten offen für die Weltgemeinschaft sind, sondern es heißt, dass sie zugreifbar sind für die jeweilige Zielgruppe, die erreicht werden soll. Insbesondere in den Sozial- und Geisteswissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften gibt es oft personenbezogene Daten, wie beispielsweise auch der Zensus ein solcher Datensatz ist. Diese Daten können als Rohdaten oder auch als aggregierte Daten nur unter bestimmten Bedingungen für die Forschung genutzt werden. Die FAIR-Prinzipien ermöglichen es aber, dass diese Daten grundsätzlich in hoher Qualität zur Verfügung stehen, und zusätzlich gibt es Zugangsprozesse, um auch mit solchen Daten arbeiten zu können. Das heißt, hier gibt es den wichtigen Unterschied: Manche der offenen Daten sind auch fair, manche der fairen Daten sind auch offen, aber nicht alles, was offen ist, ist fair, und nicht alles, was fair ist, ist offen. Sicher in dem Zusammenhang ist zum Beispiel auch Sicherheit des Zugangs gemäß DSGVO. Das heißt, gerade wenn wir personenbezogene Daten haben, haben wir dort ein Regime, dem wir unterliegen. Dort gelten klare Regeln des Zugangs. Und das Beispiel von eben taugt auch hier sehr gut. Also faire Daten müssen nicht unbedingt sicher verwahrt sein, und Daten, die sicher verwahrt sind, sind nicht unbedingt fair. Sie sehen aber hier die Schnittmengen, und die Forschung beschäftigt sich tatsächlich ganz stark mit der Schnittmenge von allen drei Kreisen. Daten, die also nach den FAIR-Prinzipien zur Verfügung gestellt werden, die zunehmend auch offen bereitgestellt werden und die natürlich über sichere Zugangswege verfügen. Die Vision, die wir nun mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur verfolgen, so kurz wie möglich gefasst, ist ganz einfach: Forschungsdaten sind verfügbar. Bitte entschuldigen Sie mir diesen kleinen schelmhaften Wortverdreher an der Stelle. Und Sie ahnen es natürlich, wir müssen da was hinzufügen. Und das sind vier Worte, die es in sich haben. Das sind die Worte für alle und für immer. Was heißt das jetzt eigentlich? Nun, FAIR steht hier natürlich für die FAIR-Prinzipien: Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Für alle heißt, je nach Datenzugangsklasse sollen die Zielgruppen adressiert werden. Also wenn Sie als eine bestimmte Person ein berechtigtes Forschungsinteresse haben, auch mit personenbezogenen Daten Forschung zu betreiben, beispielsweise auch mit klinischen Studien zu Patienten oder mit Mobilitätsdaten im Bereich der Pandemie, dann muss das entsprechende Regime geschaffen werden und eine entsprechende Datenzugangsklasse vergeben werden. Und es gibt viele Beispiele, wie das gut gelingen kann und wie das auch in der Praxis heute schon umgesetzt ist. Für immer ist ein unglaublich großer Zeitraum, den wir natürlich runterbrechen müssen. Für immer in der Astronomie beispielsweise hat zu der Fragestellung geführt, wie lange können wir eigentlich diese Rohdaten im Bereich von Petabytes aufbewahren. Und dort hat man sich beispielsweise entschieden, nur Abstraktionsstufen aufzuheben. Das heißt, die Rohdaten werden möglicherweise nur für einen kurzen Bruchteil von Sekunden teilweise aufgehoben, werden aggregiert und dann dauerhafter gespeichert. Das gilt auch für die CERN-Experimente. Es gibt eine weltweit verteilte Infrastruktur, um die massenhaften Daten, die bei CERN-Experimenten anfallen, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu aggregieren,
und auf verschiedene Speichersysteme zu verteilen, weil man sonst mit der Datenmenge nicht ganz Herr werden würde. Und hier habe ich immer so augenzwinkernd eine Referenz an meine Kindheit, nämlich das schöne Buch Alice im Wunderland, in dem fragt Alice, wie lang ist eigentlich für immer? Und der weiße Hase antwortet, manchmal nur für eine Sekunde. Und das zeichnet eigentlich auf, dass hier ein großer Diskussionsraum vorhanden ist. Und wir müssen tatsächlich im Prinzip für jeden Forschungsdatensatz klären, was heißt für alle und was heißt für immer. Die Gründung des NFDI-Vereins hatte eine Startphase von etwa 2016 bis 2020. Die NFDI wurde eingerichtet auf Vorschlag des Rat für Informationsinfrastrukturen, ein Expertengremium, das die Bundesregierung berät. Die Politik hat diesen Faden aufgenommen und 2018 die Mittel in Form einer Bund-Länder-Vereinbarung, die eine 10-jährige Laufzeit hat, zur Verfügung gestellt. Und das FIZ Karlsruhe gemeinsam mit dem KIT, hier auch in Karlsruhe, gemeinsam wurde der Projektstart initiiert, wurden erste Personen, wie beispielsweise ich und meine ersten beiden Mitarbeitenden, eingestellt. Und so dann wurden die Geschäfte tatsächlich dann etwa ein Jahr später an die Geschäftsstelle übergeben. Und seit März 2021 sind wir rechtlich selbstständig und haben auch Arbeitgeberfunktion. Dann ging es Schlag auf Schlag. Im Oktober 2020 starteten 9 sogenannte Konsortien. Da komme ich etwas später nochmal drauf, was ein Konsortium ist. Und der Verein wurde gegründet. Also tatsächlich Oktober war die Gründung. Dann Mai 2020. Das ist in der zeitlichen Reihenfolge, passt das nicht ganz. Im Mai 2020 war Start des BMBF-Projekts Fair Data Spaces. Jetzt müsste ich eigentlich eins raufrutschen. Stimmt gar nicht, es ist 21. Jetzt weiß ich, warum das nicht stimmt. Das ist ein Schreibfehler, ich bitte um Entschuldigung. Mai 2021 startete das erste eingeworbene Drittmittelprojekt Fair Data Spaces. Hier kümmern wir uns um Zusammenarbeit mit Gaia-X, um auch mit dieser wichtigen Industrieinitiative von Anfang an möglichst eng zu kooperieren. Und im Oktober 2021 kamen dann weitere 10 Konsortien zu unserem Netzwerk hinzu und sogenannte Sektionen sind gestartet, die im Prinzip eine Matrixstruktur bilden über die Konsortien. Die Konsortien sind fächerspezifische Zusammenschlüsse von Organisationen, die sich beispielsweise um Chemie kümmern, beispielsweise um die Domänen der Kulturwissenschaften oder die Ingenieurswissenschaften. Sektionen liegen quer dazu und kümmern sich beispielsweise um eine gemeinsame Infrastruktur oder um die Standardisierung von Metadaten, Daten und Ontologien. Im Prinzip sind wir voll einsatzfähig, das kann man so sagen. Alle Vereinsorgane sind vollständig besetzt. Tatsächlich fehlen noch einige Konsortien an der Stelle. Und das werde ich Ihnen gleich zeigen, wie viel wir da noch erwarten. Mitgebracht habe ich Ihnen hier das Foto der Gründung, der Gründungsversammlung am 12. Oktober 2020. Sie sehen hier den Bund und alle 16 Bundesländer vertreten, was die starke politische Unterstützung auch nochmal unterstreicht, die wir als NFDI erfahren. Insgesamt steht uns ein Fördervolumen von bis zu 90 Millionen Euro über die Laufzeit von bis zu 10 Jahren zur Verfügung. Das heißt, wir bewegen uns im Rahmen von ca. 700 bis 900 Millionen Euro, die ausgeschüttet werden über den Lauf von 10 Jahren. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch eine NFDI. Und Ziel ist es, ein übergreifendes Forschungsdatenmanagement in Deutschland zu etablieren mit dem ultimativen Ziel, die Effizienz des gesamten deutschen Wissenschaftssystems zu steigern. Ja, große Worte, Effizienz des gesamten Wissenschaftssystems zu steigern. Das heißt natürlich, letztlich müssen wir da auch alle möglichen Akteurinnen und Akteure einbeziehen. Und genau das ist uns gelungen über den Aufbau des Vereins. Es sind insgesamt 5 Organe in dem Verein. Allen voran nennen möchte ich den Wissenschaftlichen Senat, bestehend aus 13 Mitgliedern. Ich als Direktor von NFDI habe dort den Vorsitz. Das ist das strategisch inhaltliche Organ des Vereins. Hier werden die Leitplanken und Leitlinien entwickelt und die langfristigen Ziele. Das Kuratorium ist das Finanz-Governance-Organ. Hier ist vor allen Dingen die Politik vertreten, aber auch die Wissenschaft. Hier geht es um Fragen des Controllings, der Jahresbericht wird entgegengenommen. Es geht um Fragen der auch politischen Weitergestaltung und letztlich ist das da auch der Schulterschluss zu unseren Finanzierungsgebern. Die Konsortialversammlung ist der Punkt, wo eigentlich die inhaltliche Musik spielt. Hier kommen die inhaltlichen Konsortien zusammen, derzeit 19 plus 4 Sektionen und geplant ist, dass diese 19 Sektionen aufgestockt werden auf bis zu 30. Das Direktorat hat eine
zentrale und steuernde Rolle, bestehend aus Vorstand, das bin ich, und die kaufmännische Leiterin Eva Lübcke. Wir sind gemeinsam vertretungsberechtigt für den Verein und die Geschäftsstelle. Insgesamt bestehen wir etwa aus 15 Personen derzeit. Unsere Mitgliederversammlung bringt alle Vereinsmitglieder zusammen. Das sind derzeit 203. Und hier kann ich nennen, das sind Vereinsmitglieder, die eine Größe haben vom KIT über das FIZ Karlsruhe beispielsweise, also sehr große Forschungsorganisationen. Fraunhofer kann ich hier auch nennen als Vereinsmitglied, über mittlere Größen, das sind viele Leibniz-Institute, die dort Mitglied sind, aber auch ganz kleine Partner, wie beispielsweise der Verein GF Bio im Bereich der Biodiversität, die oben in Bremen sitzen und uns tatkräftig unterstützen. In einem Konsortium sind nun circa 15 bis 80 solche Vereinsmitglieder tätig. Es zeigt eine gewisse Bandbreite. Die Konsortien haben jeweils für sich herausgefunden, wie sie ihre eigene Community am besten adressieren und haben sich entsprechend aufgestellt. Die Konsortien habe ich Ihnen hier zumindest mal mit dem Namen als Überblick gebracht. In der ersten Runde sehen Sie hier Namen wie Dataplant, GHGA, Consort SWD und viele NFDI vor. Aus den Namen können Sie oft schon ungefähr rauslesen, worum es thematisch geht. Diese Konsortien wurden ergänzt in der zweiten Runde um weitere 10. Und inzwischen kann man sagen, alle großen Wissenschaftsbereiche sind bereits vertreten in der NFDI. Wir sind in Runde 2 von 3, 19 von bis zu 30 Konsortien wurden ausgewählt und das Netzwerk besteht aus etwa 200 co-antragstellenden Organisationen, etwa 250 co-sprechende Personen und etwa 400 weitere Mitglieder. Wenn Sie das jetzt einfach mal über lineare Regression beispielsweise weiterschreiben, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres aufgestellt sein werden. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, um das etwas anschaulicher zu machen. Was ist jetzt ein solches Konsortium? Und hier wäre zum Beispiel NFDI for Health zu nennen. Das ist die NFDI für personenbezogene Gesundheitsdaten. Ziel ist es hier, ein umfassendes Inventar deutscher epidemiologischer, Public Health und klinischer Studiendaten zu erzeugen und damit natürlich auch für Situationen wie die aktuelle Pandemie noch besser vorbereitet zu sein. Tatsächlich war NFDI for Health nicht untätig und hat Anfang 2020 gleich ein zusätzliches Projekt gestartet, um eben klinische Daten im Bereich der Pandemieforschung auch besser zur Verfügung zu stellen. Relativ neu hinzugekommen ist beispielsweise NFDI for Earth, ein NFDI-Konsortium für die Erdsystemforschung. Hier ist das Ziel, auch mit besonders großen Datensätzen umgehen zu können. Die Erdsystemforschung zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass es sehr viele verschiedene Datensätze gibt und dass diese Datensätze teilweise sehr, sehr groß sind. Nicht zuletzt möchte ich nennen Punch for NFDI. Hier geht es tatsächlich in den Bereich der Physik und Astrophysik. Es geht um Teilchen, das Universum, Kerne und Hadronen. Und auch hier soll eine Wissenschaftsdatenplattform aufgebaut werden und die FAIR-Prinzipien sollen dabei berücksichtigt werden. Auch hier haben wir ein sehr großes Datenvolumen, eine große Komplexität der Datensätze und auch nicht ganz zu verachten, eine sogenannte Irreversibilität der erzeugten Daten. Sie können ein solches Experiment in der Regel nur einmal durchführen. Sie können es nicht wiederholen. Das heißt, hier wird das R der Reproducibility eigentlich auf eine harte Probe gestellt. Die Experimente müssen gleich so sein, dass man sie gut erklären kann, gut nachvollziehen kann. Ja, das soll Ihnen nur beispielhaft drei Konsortien im Überblick zeigen, damit Sie etwas besser verstehen, aus was für Teilen die NFDI tatsächlich zusammengesetzt ist. Und nun komme ich zu der Frage der Innovation. Und für uns ist dieses Jahr insofern ein besonderes Jahr. Wir haben letztes Jahr die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gestartet, mit dem Einwerben eines Projekts gemeinsam mit Gaia-X-Partnern und Fraunhofer insbesondere. Aber wir sehen natürlich, dass der Transfer in die Wirtschaft weitere Aktivitäten braucht. Und jetzt, da wir über die Hälfte der zu erwartenden Konsortien an Bord haben, glauben wir, dass ein guter Schritt ist, um dieses Thema weiter aufzugreifen und voranzutreiben. Ich sehe ganz klar viele Chancen. Ich habe Ihnen drei der wichtigsten Chancen hier aufgeführt. Das eine ist zunächst mal der Erfahrungsaustausch, zum Beispiel zu Datenzugangsprozessen mit besonderen Regimes. Hier gibt es in der Wissenschaft beispielsweise umfangreiche Erfahrungen, wie auch personenbezogene Daten gut für die Forschung bereitgestellt werden können. Tatsächlich ist das Konsortium Consort SWD, was ich hier explizit auch nennen möchte, der Namensgeber für den Titel dieses Vortrags gewesen. Dort ist nämlich der Untertitel »Gute Daten – bessere Forschung«. Und ich schlage den Bogen von diesem Untertitel heute zu den Innovationen.
Ich glaube, dass hier für die Wirtschaft viel zu lernen ist. Ich glaube aber auch, dass wir als Wissenschaft viel lernen können davon, wie Firmen und wie wirtschaftliche Unternehmen heute Datenzugänge etablieren, sei es intern, sei es aber auch eben firmenübergreifend. Und Beispiele dafür gibt es ja auch schon, wo diese Zusammenarbeit existiert. Es gibt gemeinsame Datenräume, die aufgebaut werden in Deutschland und in Europa, beispielsweise im Bereich der Gesundheitsdaten, beispielsweise die Materialwissenschaften mit der digitalen Materialplattform, beispielsweise aber natürlich auch im Bereich der Mobilität, nicht zuletzt auch unterstützt durch das Testfeld autonomes Fahren hier in Karlsruhe. Für uns interessant ist es, inwiefern es uns gelingt, weitere Datentreuhandstellen aufzubauen. Das ist eine Chance, die in dem Bereich der Wissenschaft und der Verwaltungsdaten schon aktiv genutzt wird. Beispielsweise hat das RKI ein akkreditiertes Forschungsdatenzentrum, womit Daten des RKIs in einer privilegierten Situation gearbeitet werden kann. Beispielsweise hat die Bundesbank ein solches akkreditiertes Forschungsdatenzentrum, wo mit Mikrodaten gearbeitet werden kann, die aus der Bundesbank selber kommen, die aber nicht einfach so öffentlich bereitgestellt werden können. Und es gibt viele weitere Beispiele. Insgesamt gibt es tatsächlich 34 akkreditierte Forschungsdatenzentren, die aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung und teilweise aus der Forschung kommen. Ich glaube, das wäre ein großartiges Potenzial, dieses Konzept vielleicht auch auf die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu übertragen. Warum soll es nicht vielleicht auch Datentreuhandstellen bei Wirtschaftsunternehmen geben? Und ein ganz großes Potenzial ist natürlich die gemeinsame Arbeit an der Standardisierung, das gemeinsame Erschaffen von Metadatenschema. Und hier kann ich Ihnen ein weiteres Beispiel nennen. Unser Konsortium NFDI for CAT im Bereich der Katalyseforschung wurde tatsächlich aus einer Industrieumgebung heraus vorangetrieben und erzeugt. Da die Förderung aber nur für akademische Partner offen stand, ist es jetzt letztlich ein akademisches Konsortium, was aber ganz eng mit diesen ursprünglichen Industriepartnern zusammenarbeitet. Und das Problem, was dort am Anfang stand, war, dass das Unternehmen oder die Unternehmen erkannt haben, dass schon der Austausch in der Katalyseforschung über die Unternehmensgrenzen hinweg sehr, sehr schwierig ist, obwohl er sehr sinnvoll ist und von allen Akteuren eigentlich gewünscht wird. Also hat man gesagt, wir gehen hier rein. Wir standardisieren gemeinsam Metadatenschema und Datenzugangswege. Davon profitiert die Wissenschaft und davon profitiert dann auch die Industrie und die Wirtschaft. Und letztlich kann man sagen, werden wir uns in NFDI kümmern um Prozesse zur Datensammlung, Aufbereitung, Bereitstellung, Nutzung und Archivierung. Und das sind Prozesse, wie sie sicherlich in heutigen Unternehmen auch ganz aktuell sind. Und eine gemeinsame Standardisierung ist sicherlich eine Win-Win-Situation. Insofern möchte ich meinen Vortrag schließen mit vielleicht einer etwas aufmunternden Frage. Sie haben ein bisschen reinschnuppern können, was sind die FAIR-Prinzipien? Sie haben gelernt, dass wir in Deutschland ein großes Netzwerk aufbauen im Bereich der Wissenschaft, um gemeinsam daran zu arbeiten. Und ich frage Sie, sind deine Daten oder sind Ihre Daten heute schon fair? Und falls Sie da noch nicht so genau Bescheid wissen oder ganz klar Nein sagen, dann möchte ich Ihnen heute die Hand reichen und sagen, daran können wir vielleicht gemeinsam in Zukunft arbeiten. Herzlichen Dank für Ihre und für eure Aufmerksamkeit und ich gebe zurück an Jan. Ja, Jörg, ganz herzlichen Dank für deine sehr, sehr interessanten Einblicke. Zum einen in die Idee, die hinter der nationalen Forschungsdateninfrastruktur steckt, aber auch natürlich in die aktiven Arbeiten, die ja schon in vollem Gange sind. Ja, ich darf vielleicht direkt an deine Frage anschließen, sind Ihre Daten fair? Ich glaube, wenn man jetzt hier in die Runde guckt und ich versuche jetzt mich selber anzugucken, versuche das FZI selber anzugucken, ich glaube, da ist für uns auch noch sehr viel Arbeit notwendig. Du hast das Testfeld für autonomes Fahren hier in Baden-Württemberg angesprochen, an dem wir ja auch maßgeblich beteiligt sind. Ich denke, das sind alles Punkte, wo wir auch in den nächsten Jahren, Monaten im Gespräch sein werden mit dir, mit deiner Organisation, weil ich denke, dass genau dort es ja wichtig sein wird, dass man auch sich an einer solchen Struktur wie dem NFDI, wie der NFDI beteiligt. Ich habe sehr interessiert zugehört und da das FZI ja im Grunde an genau der Schnittstelle zwischen Forschung, Forschungsdatennutzung und auch dem Transfer in die Anwendung der Wirtschaft steht, da habe ich natürlich ganz besonders meine Ohren gespitzt an den Stellen, wo du von der Zusammenarbeit mit der Industrie, Nutzbarmachung der Daten für die Industrie gesprochen hast. Ich glaube, es sind ganz viele Punkte, die da auch im Bereich des Forschungstransfers direkt adressiert werden. Meine Frage nun an dich, welche Punkte wird aus deiner Sicht
auch diese Forschungsdateninfrastruktur als, ich sag mal, vielleicht sogar Datentreuhänder für die Industrie wahrnehmen? Oder siehst du dort eher eine parallele Struktur, die dann, ich sag mal, die gleichen oder ähnliche Aufgaben mit einem anderen Fokus speziell für die wirtschaftliche Verwendung von Daten adressiert? Ja, danke schön. Das ist natürlich eine super spannende Frage. Zunächst mal vielleicht vorausgeschickt, die NFDI heißt Forschungsdateninfrastruktur. Das Wort Infrastruktur hat im Sinne der NFDI-Förderung bisher die Bedeutung Aufbau von Kompetenzen, Aufbau von Personal mit der Fähigkeit, Forschungsdatenmanagement zu betreiben und Forschungsdatenmanagement voranzutreiben. Dabei werden auch technische Artefakte gebaut. Und da möchte ich ein Beispiel nennen, um das etwas handgreiflicher zu machen. Insbesondere im Bereich der Chemie und der Ingenieurswissenschaften werden sogenannte Electronic Lab Notebooks gebaut. Das ist eine digitale Infrastruktur, die es ermöglicht, zunehmend die verschiedenen Laborgeräte digital zu vernetzen und dann ein Experiment als Gesamtkonstrukt, als digitales Objekt zu erfassen, abzulegen, in ein zertifiziertes Archiv zu überführen und gegebenenfalls auch in verschiedenen Schritten einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Oft ist es zunächst mal das Labor selber, was natürlich mit diesen Daten arbeitet, aber sobald Publikationen da sind, ist es in der Regel wichtig, dass man auch die Experimente reproduzieren kann. Und dann ist es wichtig, eben nicht nur die Daten zu haben, sondern auch die Metadaten und die Paradaten, die ein solches Experiment ausmachen. Und eine solche Infrastruktur soll das so einfach machen, dass Forschende sich darum eigentlich nicht mehr kümmern müssen, sondern sie können sich konzentrieren auf ihre Forschungsarbeit und die Infrastruktur erledigt es transparent im Hintergrund. Das ist natürlich erstmal ein großes Versprechen, aber ich glaube, dass das auch die Forschung deutlich beschleunigen wird und tatsächlich auch zu einer besseren Forschung im Schnitt führt, sodass es ein sehr lohnenswertes Ziel ist. Und hier sehen wir die Zusammenarbeit mit der Industrie schon ganz klar, denn solche Experimente werden ja auch in industriellen Laboren durchgeführt. Das heißt, hier gibt es ein großes Interesse, das auch gemeinsam schon zu etablieren. Ich würde deswegen tatsächlich sagen, wir spannen einen Diskussionsraum auf, wo Wissenschaft eben nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich stattfindet. Und diese Grenze ist sehr fließend, wie ja am FZI sicherlich auch sehr gut bekannt ist. Und deswegen glaube ich, dass wir heute schon versuchen müssen, deutlich zu machen, an welcher Stelle die Wirtschaft sich beteiligen kann. Ich glaube, dass wir an ausgewählten Stellen schon gute Beispiele haben. Und ich wäre sehr interessiert, diesen Dialog weiterzuführen und vielleicht sogar auch neue Domänen zu erschließen an der Stelle. Du müsstest dein Mikro nochmal einschalten. Jedes Mal falle ich drauf ein, pardon. Jörg, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage, die ein bisschen daran anschließt. Und zwar hattest du ja auch das Ziel der Standardisierung und der Datenschemata erwähnt, insbesondere um die Austauschbarkeit der Daten entsprechend zu gewährleisten. Jetzt heißt ja NFDI nationale Forschungsdateninfrastruktur. Ich gehe davon aus, dass das Ganze aber ja ein absolut internationales, eine absolut internationale Herausforderung ist, dort auch mit Standardisierung im Grunde genommen die Nutzbarkeit im Grunde genommen auch zu gewährleisten. Gibt es dazu, insbesondere in Bezug auf diese nationalen und internationalen Aktivitäten im Bereich der Standardisierung schon bestimmte Aussagen, was NFDI da jetzt schon als, ich sag mal, Infrastruktur leistet? Ja, vielen Dank. Zunächst mal ist es interessant zu beobachten, dass eine der ersten Aktivitäten der Konsortien, als sie noch ganz frisch waren, war, einen Workshop zur gemeinsamen Metadatenmodellierung ins Leben zu rufen. Stark vorangetrieben von den Ingenieurswissenschaften und weiteren AkteurInnen in dem Bereich. Und das war sogar noch, bevor ich eingestellt wurde. Also da war der Need erkannt und man hat gemeinsam an diesen Schematas gearbeitet. Forschung und Wissenschaft ist für mich immer international. Deswegen kann ich für die Chance dankbar sein, unsere internationale Anbindung auch noch erklären zu dürfen. Wir haben in die Wiege gelegt bekommen, der nationale Knoten für die European Open Science Cloud zu sein. Das heißt, wir sind vom BMBF als mandatiertes Mitglied für Deutschland eingesetzt worden und haben damit eine Brückenfunktion. Diese Brückenfunktion geht in beide Richtungen. Einerseits in Deutschland Interessen und auch Standardisierungen zu kanalisieren und dann auf europäischer Ebene mit einzubringen, aber auch umgekehrt dafür zu sorgen, dass die europäischen Entwicklungen in Deutschland Berücksichtigung finden. Und da sind wir in einer gewissen Startphase, auch auf europäischer Ebene. Die ESC hat ihre Gründungsversammlung
auch vor wenigen Monaten gehabt. Wir sind dort Mitglied, wir sind dabei. Das sind im Prinzip, geht es nur international. Also Standardisierung ist etwas, was man national heute gar nicht mehr vorantreiben kann. Das ist ein sine qua non, könnte man sagen. Wir haben die Chance, durch offene Standards tatsächlich vielleicht auch neue Innovationstreiber zu heben. Der Begriff Open Innovation hatte sich ja vor ein paar Jahren etabliert und ist heute teilweise eine Selbstverständlichkeit. Der Begriff der Open Source Software ist gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, in Zukunft werden auch mehr Daten auch aus Firmenkontexten offen zur Verfügung gestellt werden, sodass die Forschung einfach schneller vorankommen kann. Und die Pandemie ist ein großartiges Beispiel. Der Impfstoff, der von BioNTech und Pfizer gemeinsam gefunden und dann auch produziert und vertrieben wird, ist letztlich das Ergebnis eines ganz großen Netzwerks, wie man beispielsweise auch an Präsentationen von dem Gründer sehen kann. Das war also eine Zusammenarbeit über die Grenzen von vielen Unternehmen hinweg, die letztlich sehr schnell dann diesen Impfstoff produzieren konnte. Und diese Kooperation werden wir, glaube ich, in Zukunft noch mehr brauchen, weil wir noch schneller, noch größere Herausforderungen meistern müssen. Und sie würden letztlich auch letztlich auf Deutschland bezogen, natürlich wird es die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen auch stärken. Ja, ganz herzlichen Dank. Das, denke ich, spannende Aussichten, insbesondere auch wichtige Punkte, glaube ich, die du hier auch nochmal zu der Kooperation und zu der Zusammenarbeit, mit der man Herausforderungen rund um das Thema Daten angehen muss, gesagt hast. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir heute aus deinem Vortrag sicherlich auch noch mitnehmen, dass es im Endeffekt hier auch um Kooperation und kooperatives Zusammenarbeiten geht. Denn ansonsten sind Innovationen immer nur im stillen Hinterkämmerlein möglich und definitiv nicht mit der Macht und der Möglichkeit, die sonst bei operativen Zusammenarbeiten dahinter steht. Ganz herzlichen Dank, Jörg. Ich gehe davon aus, Dankeschön, und hoffe, dass du heute noch länger dabei bist, zumindest zwischendurch noch mal länger dabei bist. Vielleicht kann man dich ja auch noch mal ansprechen. Wir haben ja verschiedene Optionen, auch noch direkt in Kontakt zu treten in den Pausen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag sagen. Freue mich auf weitere Kooperationen, auch mit dem NFDI und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dir persönlich, weil wir doch ja auch in räumlicher Nähe zusammen agieren können, und bedanke mich. Ganz herzlichen Dank, lieber Auf. So, ich darf noch ganz kurz 2-3 Worte sagen zum weiteren Verlauf des Tages, der dann um 10:45 entsprechend weiter startet. Ich versuche gerade mal hier die Ansicht so umzustellen, dass die Möglichkeit besteht, auf ein paar Folien zu schauen. So, wir haben mit den Transferforen und den Vertiefungsformaten auch dieses Mal wieder 2 bewährte Konzepte des FZI Open House in unseren Tagesablauf integriert. Sie haben gleich die Möglichkeit, um 10.45 Uhr sich über die Konferenzseite dort mit der Auswahl des jeweiligen Forums zum einen in 3 unterschiedliche Transferforen einzuwählen oder 2 Vertiefungsformate zu wählen. Das Angebot an Transferforen richtet sich an 3 verschiedene Themeninteressenten, einmal zum Thema Software Defined Car, dann zum Thema Digital Citizen Participation und zum Thema Digital Healthcare. Alles 3 wichtige Anwendungsgebiete, die, glaube ich, mit den Expertinnen und Experten sehr interessante Einblicke in Forschungsthemen, die wir auch am FZI gemeinsam mit PartnerInnen bearbeiten, geben können. Und die beiden Vertiefungsformate zum Thema Process Mining und Quantum Computing bieten Ihnen dann parallel dazu auch die Möglichkeit, wenn Sie noch tiefer in ein bestimmtes Technologiethema einsteigen möchten. Dann von 12 bis 14 Uhr steht hier zwar Pause, das ist aber ganz und gar keine Pause für die Angebote, die das FZI Ihnen hier als Teilnehmerin des FZI Open House macht. Sie haben die Möglichkeit, zum einen an einer virtuellen Führung, die 2-mal hintereinander stattfinden wird, durch das FZI House of Living Labs teilzunehmen. Das House of Living Labs ist eine Forschungsinfrastruktur, sage ich jetzt auch mal so, allerdings tatsächlich eine physische, nur auch heute dann eben im Rahmen eines virtuellen Besuchs die Möglichkeit, dort die Demonstratoren und die verschiedenen Labore des House of Living Labs näher kennenzulernen. Dann auch sehr empfehlenswert in der Pause der jeweilige Besuch von direkten Demos. Wir haben 8 verschiedene Projekte bzw. Demonstratoren, die von meinen Kolleginnen und Kollegen
während der Pause vorgestellt werden. Und ich darf hier nur darauf hinweisen, dass es dort von einem intelligenten, automatisiert fahrenden Lastenrad über verschiedene Robotikanwendungen, über entsprechende Demonstrationen zur Steuerung von Stromnetzen, fast alles gibt, was im Grunde genommen auch im Moment an aktuellen Themen und Herausforderungen im Bereich der Forschung von dem FZI bearbeitet wird. Und um 14 Uhr geht es dann weiter. Wir haben dann wiederum zwei verschiedene Formate parallel, zum einen wiederum zwei, drei Transferforen und zwei Vertiefungsmöglichkeiten. Dort geht es dann in den Transferforen um smarte Quartiere, um Sustainable AI und um das Thema Cybersecurity. Und in den Vertiefungsformaten werden wir zum einen Innovationstransfer, kooperativen Innovationstransfer und auch das Thema Rechtslage beim automatisierten Fahren betrachten. Hier vielleicht auch nochmal erwähnt, dass es sicherlich eine interessante Diskussion wird, da ja auch gerade die entsprechende Verordnung zum Thema autonomes Fahren für die Regelungen bezüglich des nicht mehr notwendigen Sicherheitsfahrers in der entsprechenden Diskussion sind. Ja, und danach darf ich Sie jetzt schon herzlich einladen um 15.30 Uhr zum Abschlusspanel, einer kurzen Paneldiskussion, in der wir zum einen Frau Sandra Mirskaya von Intel, dann die Referentin des Landesdatenbeauftragten, Frau Preis und zwei weitere Kolleginnen, neben Herrn Zöllner als Moderator, Herrn Lösch und Herrn Fegert vom FZI, dort noch ein paar Abschlussworte und Diskussionen zu unterschiedlichen Themen des heutigen Tages stattfinden. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch dort nochmal wiederzusehen, parallel dazu. Und das darf ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, über unser Konferenztool, über die Webseite, wo Sie sich eingeloggt haben, auch in den direkten Kontakt mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu treten. Sie sehen dort rechts die Liste aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihr Profil freigeschaltet haben. Dort besteht die Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen. Und dann darf ich Ihnen noch darauf hinweisen, dass wir unter dem Hashtag, den ich ganz kurz nochmal nachschauen muss, den habe ich irgendwo hier abgelegt in meinen Unterlagen, ganz klassisch auf Papier, mit dem Hashtag FZI Open House entsprechend auch in Social Media Kanälen das FZI Open House diskutieren und kommentieren können. So, ich habe jetzt hier ganz kurz nochmal die Folie zum Hashtag. Ja, ich darf Ihnen gleich entsprechend in einer guten Viertelstunde dann sehr viel informative Beiträge in unseren Transferforen und Vertiefungsformaten wünschen. Hoffe, dass ich Sie spätestens zum Abschlusspanel dann nochmal wieder treffe oder zwischendurch in irgendeinem unserer Transferforen oder Vertiefungsformate sehe und wünsche Ihnen einen sehr, sehr interessanten Tag. Und ja, darf an dieser Stelle mich ganz herzlich nochmal bedanken, sowohl bei Frau Dr. Marx als auch bei Herrn Professor Jörg-Suche-Vetter und bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen und Personen, die jetzt die nächste Zeit bis heute Nachmittag gestalten. Ganz herzlichen Dank und ein schönes Open House.